Derbys sind immer besondere Spiele. Ja, und es ist ja in unserer Zeit auch, dass solche Spiele mit unglaublich viel Geschichten auch immer wieder verbunden sind. Wir haben, als ich in Schalke Co-Trainer war, war natürlich das Derby gegen Dortmund immer an oberster Stelle. In Hoffenheim haben wir Derbys gehabt gegen, wenn man wir das als Derby bezeichnet hatten, damals gegen Stuttgart. Da waren auch immer heiße Duelle. Aber die kann man natürlich nicht vergleichen, also speziell jetzt Hoffenheim gegen Stuttgart, kann man nicht vergleichen mit einem Derby HSV gegen Bremen. Ja, da ist einfach zu viel in den letzten Jahren Bundesliga-Geschichte einfach auch mit drin in so einem Spiel. Beide Mannschaften haben schon deutlich bessere Zeiten gesehen und auf ganz hohem Niveau schon die Klingen gekreuzt. Jetzt ist momentan, dass beide Mannschaften etwas Schwierigkeiten haben, beide Vereine. Aber diese Brisanz wird immer bleiben und da kannst du auch gar nichts machen. Auch als Fußballfan oder als Trainer kannst du da nichts machen. Es wird, ohne dass du es willst, schon dieses Kribbeln aufkommen. Ja, das gibt einfach Spiele, die elektrisieren und das ist eines von diesen Spielen.